On August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. It viewed humanity as a threat to its existence and decided to act. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing we'd seen before. So, willkommen bei Terminator. Heute flexen wir das mal durch, das Game. Ja, ich hab's hier schon lange liegen, aber bin da noch gar nicht zugekommen. Wo sind die anderen? Wo ist der Rest der Resistance? Ich weiß nicht. Oh oh, aufpassen, hinter dir. Oh. Den hat's erstmal zerlegt, ja. Ah. Listen to me, if you want to live, get under that bus now. Keep moving, quick. So, das heißt, wir dürfen hier erstmal runterkrabbeln. This is private, Jacob. I know who you are. Und wahrscheinlich laufen wie Forrest Gump. There's an evacuation point on the other side of town. You need to get there. Ja. Hier unter durch. Zack. Ja, toll, so schnell wie möglich. Ja. Die werden mir doch erstmal kräftig in den Arsch schießen. Oh Mann. Ja, klar. Aber ich habe ja keine andere Möglichkeit. So, ich muss doch sagen, echt dämlicher Fluchtweg hier. Ah. So, jetzt hier runter. Kann man so doof sein und vor dem Weglaufen mit seinen Arsch schießen? Naja, muss man nicht verstehen. Wir müssen es ja nur spielen. Und versuchen zu überleben. So, hier haben wir ein Bleirohr. Das wir natürlich gleich einsetzen können. Medikit, sehr schön für die Gesundheit. Natürlich nach oben hier. HK Aerial flying by. Don't let it see you. So. Und wieder nur am Laufen, 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 Laufen. Ja, zack. Na, ich glaube, wir laufen hier lieber ran. So, Ultravisionsbrille. Mit der Ultravisionsbrille kannst du, oder Ultra Vision, kannst du Feinde durch Wände und andere solide Objekte innerhalb eines begrenzten Radius sehen. Wenn du sie einsetzt, kannst du deine Waffe benutzen und deine Bewegung wird langsamer. Drücke ESV, um die Ultra Vision Brille zu aktivieren. Okay. Machen wir das mal. Oh, da sind wir. Da kommen noch ein paar böse Gestalten angelaufen. Das heißt, wir müssen erstmal warten. Ah. Next, there's a vent hidden behind a picture. It will lead you out of there. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal eine Pistole, das ist ja schon mal was. Ja, keine Lust, den ganzen Tag nur mit so einer Stange rumzulaufen, ja. So, Entdeckungsanzeige. Die Erfassungsanzeige zeigt visuelle akustische Erfahrungsstufen einer Skynet-Einheit in Echtzeit an. Wenn die Anzeige rot wird, wurdest du von den betreffenden Feinden erfasst. Nun, das ist ja nett. Spider Scouts ahead. Keep that gun ready. Or sneak past them if you don't want to engage. Ah, da zum Beispiel. Ich wollte mir einen Arsch schießen. So, die kann ich durchsuchen. Kann alles nehmen, was die so haben. Das ist schön. Ja.
Die stellen ja bis jetzt noch keine Gefahr dar. Okay, now, through that garage. It's important. What's there? Hello? Oh, wer ist da denn? Oh, kleiner Junge im Krieg, das ist immer scheiße. Oh, thank God. You're from the resistance. See, Patrick, he's going to help us. Ja, wir werden euch helfen. They're going to get us. Please, you need to help me. My little brother, he just won't listen. I'm not going. Leave me alone. I said leave me alone. So, ich werde dich beschützen. Heul nicht kleiner, ist ein bisschen gemein. Nimm mal, ich werde dich beschützen. You're scared, but staying here is not an option. I'll protect you and your sister, okay? Okay. Thank you. I'm Jennifer, by the way. I've heard there's an evacuation point near here. Yeah, I know. My people are organizing it. We're heading there right now. I'll take us there. Come on, let's go. Okay, dann lass uns da mal hin. Where's the rest of the resistance? I don't know. I came here looking for them myself. So it's just you then. This way. Wir können nur hoffen, dass wir den Kleinen überhaupt beschützen können. Until all the soldiers were pulled out from the area. Through here. Terminators! Get down! What's going on? Ach du Scheiße. Wenn die jetzt um die Ecke kommen und uns erwischen, dann war's das. Oh, und dann noch ein T-800. Ja, er kontrolliert nochmal. Genau, Kontrolle sein Urgroßvater. Für so blind hätte ich die gar nicht gehalten, die T-800. Naja, egal. Überlebt und weiter. Aaron said these attacks happen more often as the line gets closer. This Aaron, has she seen the annihilation line? Seen it? She's been on the other side of it. We're here. Oh. How gracious. Hat ihr ein Blatt gemacht? Where's your father? He's not coming. God damn it. Tell Ryan that we need to leave now. So geil, da hinten liefen die T-800 rum und die stehen hier an der offenen Garage. Naja, da bist du unglaubwürdig, aber egal. So. Jennifer. Oh, you're from the resistance. Thank you for making sure that Jennifer and Patrick got here safe. Are you the guy I spoke to on the radio? Nah, I don't think so. I haven't been able to reach anybody for a while now, but listen. I know that Colin wants us to go, but I don't know how I feel about leaving anyone behind. Jennifer just got here, and you said yourself that you heard someone on the radio. There could be other people out there. Don't you think somebody should go and look for them? I mean, you're from the resistance. It's your call. Ja, wir gucken auf jeden Fall mal. Good, I'll get the bus ready. Before you go, talk to Erin. She might be able to get you a med kit. Oh, and take this. Lul, was hat er denn da? Geilen Smiley auf der Weste. So. Wollen wir mit der Mama auch nochmal reden? That you might have a med kit for me? Did he now? So I guess he's the one who rations out our supplies. If you really need it, you can have it. But our supplies are scarce, and I'd rather keep it for a real emergency. So you tell me. Do you really need it or not? Also brauchst du... Nee, also sag du es mir, brauchst du es wirklich oder nicht? Ich brauche das. Going out there again? I might need it. Well, you better come back with at least a missing limb, so that I don't feel that med kit went to waste. Okay. So, dann gucken wir mal. Wo wollen wir denn zuerst lang? That's what we do now. Fucking hero. So, links das Ziel ist näher. Hoppse, da kommen nicht wieder irgendwelche T-800 auf mich zu. Da habe ich ja noch gar keinen Bock drauf.
ich da drin verbrannt? Ich dachte, da kann ich so dran vorbei. Aber das ist ja sehr scheiße. Da bin ich falsch gelaufen. Das ist ja sehr amateurhaft hier. Chasing ghosts. That's what we do now. Fucking hero. So. Laufen wir mal hier lang. Mal nachladen, genau. Ja, mal einsammeln hier. Können wir uns bestimmt nachher noch was Schönes und basteln. Gott. Kam aber nahe hier. Anyone there? Was zum Einsammeln, das ist schön. Oh. Ja, war schon ein bisschen größer, der Junge. So. Laufen wir mal hier rüber. Is anyone here? Nothing. Ist da wieder so ein kleines Vieh angelaufen oder was? Ach da! Gehst du mir auf Eier hier. So. Sehr schön. So, ein bisschen Heilung kann ja nicht schaden. Handelsressourcen nennen die das, okay. Gucken, wo geht's hier lang? Achso, das ist nur ein anderer Weg da rein. Okay, dann gehen wir hier mal raus. Und rennen mal in die Richtung. Oh, hier liegt wieder was rum. Altmetall, sehr schön. War es das schon oder ist hier noch mehr? Nee, das war's. Okay, dann gucken wir hier mal rein. Ob wir hier jemanden finden. Anyone in here? Who's there? Oh, endlich mal jemand. I've come to get you. There's an evacuation point not far from here. You need to get there fast. No, I'm not leaving. Have you seen what's out there? That giant spider is going to get us. You have to destroy it. I already took care of it. It's safe now. Oh, thank God. Thank you. Well, die ist aber leichtgläubig. Ich hätte ja auch einfach sagen können, ich habe das so getan. I don't see anyone else. I'm heading your way. So, ist hier noch? Ah. So. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Stützpunkt. I see them. We're almost there. Oh, sie ist ja schon weit vorgelaufen. Na, das ist ja ganz toll. Ich kümmere mich hier. Ja.
more of them coming. Alter Schwede, ey. Das reicht's aber. Und noch irgendwo wer? Da. Wie schicken die denn noch? Jennifer, what's the holdup? Tin cans coming! Jennifer! Get in! Go, go, go! Okay. Dass jetzt abhauen, macht ja Sinn. Wollte schon sagen, die schicken da ihre Speer, wir ballern die ab und dann hätte ich erstmal eine Armee T-800 reingeschickt. Nice Landschaft, endlich mal wieder hell. Okay, we'll do that. Ah, der Kleine hat überlebt, das ist gut. I'm Ryan. That over there is Erin. She's a doctor of the group. Jennifer's a scavenger and Colin, well, you can ask him yourself what he thinks he does. I'm Jacob. I'm a private. Ja, kleine Aufgabe, aber jeder hat so seins. Das ist gut. You're a long way from home. What you doing down here? My entire division was wiped out. I'm trying to get in touch with the South Division. I've got a message for Commander Baron. So it's true? The Annihilation Line's coming? It wasn't the Annihilation Line. It was something else. Then what was it? To be honest, I'm not sure myself. God damn it! That's as far as this piece of shit will go. No. Let's get off the road. Pull up over there. We got some time on them, so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Erin, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while, so can you look inside and see if it's safe to stay? Sure. Jennifer, would you help me? Sure. Na, dann gehen wir da mal rein und gucken, ob wir irgendwelche Blechbüchsen finden. Wäre natürlich schlecht. Neue Missionen hinzufügen, die Regeln der Überlebenskunst. Hier ist eine Werkbank. Werkbänke können genutzt werden, um gesammelte Ressourcen dazu zu nutzen, eine Anzahl nützlicher Gegenstände wie Medikits, Munition oder Sprengstoff herzustellen. Um fortschrittliche Gegenstände herzustellen, musst du jeweiliges Herstellen Fertigkeitsstufe erreichen. Okay. So, das ist ein Dietrich. Können wir den herstellen? Ja. Ich habe keine Ressourcen mehr, okay. Medikit geht nicht. Ach ja, stimmt, ja, rechts sind ja die roten Zahlen hier. Okay, gehen wir mal auf Verlassen. Hier ist Altmetall. Genau. Handelsressourcen. Handelsressourcen. Sehr gut.